Und auf einmal ändert sich alles. Jetzt hat die Karte nicht mehr den Wert von 4,90 Euro, jetzt hat sie vielleicht den Wert von 50 Millionen. Ich habe zwischen 30 und 35 meinen Lebenssinn gesucht. Und das war mir, kannst du dir vorstellen, wenn man 5 Jahre etwas sucht, unfassbar wichtig. Das war fast so ein, ja, schon fast eine Manie. Zumindest haben meine Freunde das gesagt. Bodo, du spinnst, du hältst dich für was Besseres, du denkst, du bist etwas Außergewöhnliches, geh doch gleich in die Wüste und faste. Was die mir nicht alles erzählt haben. Aber es war für mich einfach wichtig, diesen Fixstern zu finden. Ich habe eins als junger Mensch im Sinn gehabt. Ich wollte finanziell frei werden. Ist auch verständlich, ich war pleite, ich habe drunter gelitten, ich habe mich erbärmlich gefühlt, ich hatte kein Selbstbewusstsein, ich wollte einfach finanziell frei sein. Habe meinen Coach gefunden, bin finanziell frei geworden mit 30 Jahren und habe gedacht, jetzt bin ich am Ziel. Und ich hatte vorher immer etwas visualisiert, was ich tun würde, wenn ich mal finanziell frei wäre. Ich würde ins Caesars Palace fahren nach Las Vegas, würde mich auf den Pool legen, auf eine Luftmatratze, und würde den ganzen Tag da in der Sonne liegen und Longdrinks trinken. In dieser Luftmatratze damals im Caesars Palace, weiß nicht, wie das heute ist, gab es so eine Einbuchtung, da konntest du ein Longdrinkglas reinstellen, ein großes Longdrinkglas, was übrigens von einer Kleopatra gebracht wurde, so heißt die Kellnerin da. Mit einem 8-fach gewinkelten Strohhalm konntest du liegen und trinken und die Sonne genießen. So, und jetzt war ich da im Caesars Palace, in einem noch schöneren Pool als den, den ihr hier seht. Der war damals wirklich eine Show, der Pool. Und ab die erste Stunde absolut genossen. Ich bin am Ziel. Ich habe es erreicht. Mit 30 musste erst mal machen. In der zweiten Stunde habe ich mir langsam Sonnenbrand geholt. Die Wüstensonne ist halt schon krass. In der dritten Stunde habe ich mich furchtbar gelangweilt. Und dann habe ich gemerkt, das ist es nicht. Das ist manchmal so, dass wir Ziele haben, von denen, wenn wir sie erreichen, merken, das ist kein Ziel. Der Standort eines Gipfels ist sehr oft neben höheren Gipfeln, anderen Gipfeln. Und ich habe gedacht, ich bleibe jetzt da einfach auf dem Gipfel. Ja, dann bin ich noch ein bisschen durch die USA gereist und habe mir überlegt, was mache ich denn jetzt verdammt nochmal mit meinem Leben? Und auf einmal, statt mich weiter zu freuen, dass ich jetzt finanziell frei war, habe ich mich hundserbärmlich gefühlt, weil ich mir gedacht habe, ich weiß ja gar nicht, wofür ich lebe. Ich bin jetzt 30, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Und ich glaube, dass wir manchmal in Krisen kommen oder Ziele erreichen, die solche Fragen in uns auslösen. Deswegen sind auch Krisen ganz gut, wenn sie solche Fragen in uns auslösen. Dann bin ich durch die USA gereist, habe mit weisen Menschen gesprochen, mit nicht so weisen, mit Erleuchteten, wie ich finde, habe den Sinn des Lebens gesucht, meines Lebens. Und habe an der falschen Stelle gesucht. Nämlich immer außerhalb von mir selbst. Ich habe immer gehofft, die Antwort von einem weisen Mann, einer weisen Frau zu bekommen. So funktioniert das aber nicht. Der Sinn unseres Lebens, der ist ganz tief in uns und wenn wir leise genug sind, dann können wir ihn hören. In der Hektik des Alltags, der Pflichterfüllung, der Dinge, die wir meinen, tun zu müssen, um unserem Leben eine Bedeutung zu geben, die aber nicht die wahre Bedeutung sind, in meinen Augen, zumindest war es bei mir so, dieser Lärm des Alltags verhindert, dass wir hören, was tief in uns für eine Weisheit existiert. Vielleicht sagst du auch nur, Bodo, das mit dem Lebenssinn, das ist mir zu überhöht. Mir reicht's, wenn ich sagen kann, wer ich bin. Ich will meine Werte kennen. Was auch immer du für eine Reise nach innen antrittst, es ist genau das Richtige für dich jetzt. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Das Fällige fällt uns zu. Ein paar Fragen. Schau sie dir mal an. Vielleicht ist das etwas, was du dich fragst. Das kann doch nicht alles sein. Fehlt nicht irgendwas? Wer bin ich? Was will ich wirklich? Was ist der Kompass in meinem Leben, mein Fixstern? Oder einfach der Wunsch, dass du dich lebendiger fühlen möchtest, als du es jetzt tust? Schreib doch bitte mal deine Gründe auf. Etwas, was ich ein gutes Bild finde, ist, wir können uns eine Landkarte nehmen.
Und sagen wir mal, diese Landkarte kostet vielleicht, wenn sie jetzt groß wäre und detailliert wäre, 4,90 Euro. Und das ist das, was die meisten Menschen in ihr Leben wollen, eine Landkarte, in der sie sich, die ihnen hilft, sich zurechtzufinden. Also eine Karte, auf der sie sich irgendwo einordnen können, da bin ich, da will ich hin. Aber jetzt stell dir mal vor, dass die Analogie deines Lebens gar nicht so eine Landkarte wäre, sondern dass du auf einmal etwas erkennst, während du genau hinguckst, dass da ein kleines rotes Kreuz ist. Ein kleines rotes Kreuz. Und in diesem kleinen roten Kreuz, da liest du dann Anmerkungen, liegt ein Schatz versteckt. Und auf einmal ist dir bewusst, das ist ja überhaupt keine Landkarte, das ist eine Schatzkarte. Und auf einmal ändert sich alles. Jetzt hat die Karte nicht mehr den Wert von 4,90 Euro, jetzt hat sie vielleicht den Wert von 50 Millionen. Weil da so ein ungeheurer Schatz verborgen ist. Und ich glaube, wenn wir uns entscheiden, uns nicht nur zurechtfinden zu wollen, sondern zu überlegen, wo ist der Schatz in mir, wo ist der Schatz in dir, dass unser Leben einen ganz anderen Wert bekommt, so wie eine Schatzkarte einen ganz anderen Wert hat. Einen unfassbaren Wert. Wo vielleicht 50 Millionen noch viel, viel, viel zu wenig sind. Überlegen wir uns mal, was sich alles ändert, wenn du sagst, ja, Schatzkarte. Ich mache mich auf die Suche nach dem Schatz in mir.